So, wir befinden uns hier in einem Ferkelstall mit klassischem Zwischendeckensystem und Strahlerheizung. Deutlich erkennbar, die Tiere halten sich im Bereich der Strahler auf, sind 3 Tage drinne. Im Bereich der Strahler ist Biorost verlegt. Die Zuluft erfolgt über Zwischendecke mit Lochplattenbereichen und ungelochten Platten. Zusätzlich wird die Zwischendecke über Außeneinspeiseklappen eingespeist. Hier sehen wir den Nestwärmefühler, der die aufsteigende Strahlungswärme registriert und über den Klimacomputer entsprechend regelt und vorne entsprechend anzeigt. Nach ca. 14 Tagen werden die Strahler entfernt. Der Fühler wird abgeschaltet und hochgeklappt, damit die Tiere ihn nicht beschädigen. Und am Ende im Stall wird zusätzlich ein Strahler befestigt, der dann über den Raumheizungsfühler gesteuert wird. Die zusätzlichen Außeneinspeiseklappen sorgen dafür, dass genügend Frischluft reinkommt und der Querschnitt möglichst groß ist, um möglichst geringe Energieverbräuche zu erzielen. Wenn es abends kühler wird, verschließen sich die Klappen und die Zuluft wird aus dem Zentralgang entnommen, der über Wärmetauscher entsprechend erwärmt wird. Deutlich sichtbar das Verhalten der Tiere, immer im Bereich der Strahler. Der Raum ist wesentlich kühler wie im Strahlungsbereich. An der Stirnseite wird jeweils links bzw. links und rechts Unterspalten abgesaugt. Hier sehen wir den Stall nochmal aus der Distanz. Wir haben hier 4 Ferkelabteile mit ca. 300 bis 350 Ferkel. In der Mitte erkennbar die Abluftkaminerhöhung auf ca. 13 Meter über Boden. Im unteren Bereich auf der linken Seite deutlich erkennbar der Wärmetauscher, im Block integriert, der hier in diesem Falle bei der Gasstrahlerlösung ca. 80% der Heizleistung übernimmt. Nebenan ist eine Maschinenhalle. An diese Maschinenhalle wurde der Stall angebaut. Im Vergleich zur vorhandenen Maschinenhalle lässt sich erkennen, wie breit der Ferkelstall insgesamt geworden ist. Und deswegen musste eine sehr flache Dachneigung gewählt werden, um diese Baumaßnahmen überhaupt durchführen zu können. Wir befinden uns jetzt auf der Außenseite und im ersten Abteil, das Ferkelstall ist nur halb belegt, sind die Außenklappen noch geschlossen. Beide Faktoren oder mehrere Faktoren müssen erfüllt sein, wie Außentemperatur, Tageswert in der Kurve und Abteiltemperatur. Wenn wir am Stall lang gehen, können wir sehen, die nächste Klappe ist ebenfalls deutlich sichtbar noch geschlossen. Hier vor der Windschutz, damit kein Wind eindringt. Da oben die Halterung für die Kaminabspannung. Hier sehen wir die Übergänge zum nächsten Abteil. Hier können wir sehen, diese Klappe ist noch geschlossen und die nächste Klappe ist bereits geöffnet. Wenn abends die Abkühlphasen kommen, werden die Klappen entsprechend wieder verschlossen. Wir befinden uns jetzt im Zentralgang, an dem die 4 Abteile angeschlossen sind. Hier sehen wir den Eintritt der Dachraumluft und des Wärmetauschers.
Da oben wird die Dachraumluft beigemischt, können wir hier deutlich sehen. Und im unteren Bereich kommt die Luft vom Wärmetauscher und wird hier in diesem Bereich vermischt. Ein Stück weiter, jetzt haben wir schon höhere Temperaturen, gucken wir in eine Maschinenhalle. Hier wird also zusätzliche Luft, die benötigt wird, automatisch dazu gemischt. Vor den Abteilen mit den größeren Tieren können wir deutlich erkennen, sind die Pendelklappen fast geschlossen. Jetzt gehen wir mal rüber in das Abteil mit den kleineren Tieren. Hier auch Pendelklappen fast geschlossen. Jetzt kommen wir zu dem Abteil mit den 3 Tage alten Ferkeln. Und hier sehen wir deutlich, dass die Pendelklappen entsprechend weit geöffnet sind, weil diese Abteile bzw. dieses Abteil holt die Luft ausschließlich jetzt vom Zentralgang und deswegen die geöffneten Klappen. Im mittleren Bereich die Gasmotorregler, die über den Klimacomputer die Menge der Gasstrahler regeln. Die Klimacomputer zeigen immer alle Werte an, die Werte des Raums und die Werte im Liegebereich der Tiere. Der Wärmetauscher wird vollautomatisch gespült, eine Spüleinrichtung mit Hauptventil für die Vorwäsche bzw. Hauptwäsche und Vorventil für die Vorwäsche.